Ehrlichkeit und Transparenz sind gefragt, wenn Landwirte der aktuellen Kritik aus der Gesellschaft in Bezug auf die moderne Landwirtschaft, beispielsweise der Tierhaltung, entgegentreten wollen. Hierzu gab es einen regen Austausch auf dem Junglandwirtetag in Kloppenburg. Also wir sind von der Dachorganisation hier zum Arbeitskreis nach Kloppenburg gekommen, um hier mit den Arbeitskreisen vor Ort die Veranstaltung durchzuführen. Das hat super geklappt. Wir hatten eine super Unterstützung von der Stadthalle, von den zwei Arbeitskreisen der Junglandwirte, des ASAGs, der KLJB. Und ja, mit den mindestens 500 Gästen, die hier waren, sind wir sehr zufrieden. Zum einen geht es natürlich darum, den Verband zu einen und die wenigen Bauern, die es noch gibt, irgendwie zu formieren. Dafür sind solche Veranstaltungen extrem wichtig. Das heißt, die Bauern werden immer weniger, haben weniger Stimme in der Gesellschaft. Und dann geht es auch darum, eine Strategie zu überlegen, wie findet man Gehör. Gehör gefunden hat bereits einer der Referenten, Julius Ellmann aus Bakum. Der 26-Jährige hatte von sich aus Kindergärtnerin angesprochen und die Kinder zu sich auf den Hof eingeladen. Mit dem Hintergrund, dass die neuen Medien sehr schnell aktuell wirken, ist es in der Landwirtschaft immer wichtiger geworden, auch mit den neuen Medien zu arbeiten und auch Kinder vor Ort einzuladen. Denn man kann sehr viel zeigen per Video, aber wenn Kinder erleben können, wie es in einem Stall aussieht, wie sich Kälber anfühlen, wie sich Schweine im Stall verhalten oder wie Hühner in den Nestern liegen, zum Eier legen, dann haben sie sofort einen anderen Begriff zu den Tieren, zur Landwirtschaft, weil sie es erfahren durften. Sie durften es sehen, sie durften es riechen, sie konnten es anfassen. Dann ist sofort eine ganz andere Einstellung und auch eine ganz andere Wahrnehmung zur Landwirtschaft vorhanden. Und von solch einer neuen Wahrnehmung profitieren beide Seiten. Auch in Zukunft werden sowohl der aktive Dialog zwischen Landwirten und Nichtlandwirten ein wichtiges Thema sein, als auch der Austausch mit Berufskollegen, wie hier beim Junglandwirtetag.